So, heute ist Freitag, der 21. Mai 2021, 15.54 Uhr, live aus 30, aus dem Stasi, Freimaurer, Illuminati, keine Ahnung, Kaff 375-74 Einbeck. Und mein Name ist Adrian Lachstetter, alias Adrian aus der Familie Milosevic, beziehungsweise Adrian Milosevic, weil ich mit dieser Satanistenfamilie und der Person, die dem Vatikan gehört, nichts mehr zu tun haben möchte. So, und ich wollte noch mal ein kurzes Statement-Video machen an den BND, an dieses Freimaurer-Kriminalkartell hier in Einbeck und Umgebung. Ja, wie gesagt, lasst mich in Ruhe jetzt. Das wird wirklich nur ein kurzes Statement-Video, nicht länger als 10 Minuten Brief und Siegel, weil Akku, der ist auch nur bei 15%. Ich wollte das nur noch mal loswerden. Ich habe mich wieder ein bisschen gesammelt. Ich bin trotzdem noch rastig, aber werde ich auch sein. Und irgendwann kriegt ihr so oder so eure Strafe. Es ist Leben wie ein Leben auf Kreditkarte. Das heißt also, ja, Leben auf Kreditkarte halt. Das ist, ihr müsst es irgendwann so oder so zurückzahlen. Ne? Verzeihen werde ich, wie gesagt, keinem von euch, der irgendwas mit meiner Monarch-Programmierung zu tun hat. Lass es die Gangstalker sein, die hier jeden Tag tagtäglich rumfahren und das Straßentheater betreiben. Lass es meine Programmierer sein, lass es diese Leute sein, die mich damals missbraucht und gesextrafficked haben. Lass es meinen bescheuerten Großvater sein, der mich in dieses Programm reingesteckt hat. Ich werde keinen verzeihen, weil alle haben ihren Teil dazu beigetragen. Und die Leute gehören alle hingerichtet und peng. Und dann haben wir eine bessere Welt. Das ist nämlich der Dreck, der weg muss. Und das ist halt die Revolution, für die ich kämpfe. Ich mache meine eigene Revolution, Herr Karl. Und zwar eine, die keine kontrollierte, sondern eine gegen den Geheimdienst. So, weil das ist das System, was weg muss. Zusammen mit den Psychiatrien, was Nazi-Todes- und Internierungslager sind. Für Menschenversuche und Exterminierung. So. Ja, nee, also wie gesagt, verzeihen werde ich keinem von euch und ich werde jetzt hier schon immer beschwichtigt von den Geheimdienstlern über Voice to Sky, hier Synthetik-Telepathie, es ist wohl nur gut gemeint gewesen. Also wie gesagt, ich kann dazu nur sagen, da gibt es für mich nichts, ich weiß nicht, was daran gut gemeint sein soll. Alles, was ich wollte, war eine Kindheit, wie gesagt, eine, wo ich mich frei entfalten hätte können. Ohne dass das ganze Umfeld, die Klassen und Freunde und alles für mich ausgesucht wurden. Das ist das, was ich wollte. Ne? Scheiß darauf, dass ich wollte es nochmal als Video fassen, weil ich schon die ganze Zeit mit den BND-Lern am Sammeln bin. Aber es ist halt so wie so eine Wand. Man kommt nicht gegen an, aber gegen mich kommt man auch nicht an. So, zumindest kriegt er mich nicht lebendig in dieses Kartell. Punkt aus, basta. Auf jeden Fall, alles, was ich wollte, war eine Kindheit. Die hat man mir genommen. Das kann mir keiner wiedergeben. Verzeihen werde ich das nie. Entschädigen kann man es auch nicht. Scheiß doch auf Geld, scheiß doch auf Macht, scheiß doch auf alles. Und vor allem hätte ich ja sowieso keine reale Macht gehabt. Davon mal ab. Also, selbst wenn ich ein machtgeiler, narzisstischer Psychopath wäre. So wie Sie, Herr Karl, ne? Ich hätte ja eh nicht mal richtige Macht gehabt. Meine Organisation wäre von oben bis unten durchwandert worden, von anderen MK-Ultra-Opfern, ja. Ich wäre gesteuert durch meinen Neuralink, meine Mitglieder wären gesteuert durchs Neuralink. Also im Prinzip wären wir alle nur Schachfiguren auf dem Schachbrett gewesen. Für meine Zuschauer jetzt von Herr Karl, ferngesteuert durch Nanotechnologie, durch Chip-Implantate und so ein Scheiß, und deswegen, das hat doch eh keinen Sinn dann. So, und was bringt mir das, wenn ich die wahren Verbrecher nicht angreifen darf? Ich dann gegen irgendwelche vollkommener Blödsinn, ne? Ich kämpfe gegen den Feind im Innern, die Satanisten, die Freimaurer, die alle Schlüsselpositionen haben. Das ist der Feind, das ist mein Feind. Nicht irgendwelche Ausländer, irgendwelche Juden, vollkommener Blödsinn, ne? Es gibt auch hier den einen oder anderen Juden, der Freimaurer ist. So. Aber das hat nichts miteinander zu tun. Ja, und der Holocaust ist eine. Bitte Wort einsetzen, bastelt euch selber eure Meinung, eure Wahrheit da. Ich will auch gar nicht so. Ich habe nur gesagt, das Wort könnt ihr euch selber einsetzen. Könnt ihr Wahrheit einsetzen, ihr könnt auch was anderes einsetzen.
Das muss aber nicht zwingend mit den Juden zu tun haben, sondern das kann einfach auch nur sein, es ist wie ein Schachbrett, schwarz und weiß. Man will halt die Seiten hier neu aufstellen. Weil im Dritten Weltkrieg soll es ja sein, Zionismus gegen Muslime. Da sollen alle mit reingezogen werden. Zweite Weltkrieg war Nationalsozialismus, Kommunismus. Dritte Weltkrieg ist Zionismus und Dings. Das heißt also im Prinzip, es geht halt nur darum, um diesen Kampf. Es werden halt wieder die Seiten aufgestellt. So, aber dahinter sind die Freimaurer, die satanistischen Nazi-Templer. Und das ist ja eigentlich der wahre Feind, ne? So, auf jeden Fall so. Ich brauche hier nichts von Ihnen, Herr Karl. So, und das ist Video, sollte es, wie gesagt, ich mache es halt in Videoform, weil, wie gesagt, wenn ich da so nur mit meinen Überwachern rede, da komme ich ja überhaupt nicht gegen an. Deswegen, was ich jetzt also nochmal sage, also wie gesagt, ich brauche von dieser Welt nichts. Herr Karl, Familie Rosenberg, Herr Haldenwang, Herr Bruno Karl, die Martina Rosenberg vom MAD, Gina Hassel von der CIA. Wie gesagt, also was hat das denn alles für einen Wert? 500 Millionen Euro von Iran über eine Organisation, wo ich nicht mal die Flagge hätte frei entscheiden dürfen, mit der ich nichts anfangen kann, wo ich gesteuert werde, wo meine Mitglieder gesteuert werden. Also Macht hätte ich nicht gehabt. Bin ich auch nicht scharf drauf. Ich will ja nur das System stoppen. Deswegen wollte ich ja Macht haben, um es zu machen, aber nicht so. So, auf jeden Fall, also bringt es mir nichts. Und drittens mal, ja, wie gesagt, ich möchte meine Kindheit wieder. Ich möchte eine Kindheit, ich hätte gerne eine Kindheit gehabt mit Freunden, mit einem nicht kontrollierten Umfeld, ohne Missbrauch, ohne Gehirnwäschen, ohne, ja, ohne Quälerei halt. Das will ich wieder und das kann mir keiner wiedergeben. Scheiß auf diese 500 Millionen Euro. Und die nächste Geschichte ist, ich bin ein Mensch, ich lege einen hohen Wert, ich habe einen hohen Freiheitsdrang. Ich bin auch eigentlich Datenschützer. Normal wollte ich das eigentlich gar nicht so offen auf YouTube raustragen. Aber ich muss es ja machen, weil ich hier keine Privatsphäre mehr habe, weder in den Gedanken. Wie gesagt, die Geheimdienste können durch meine Augen gucken, können mir beim Scheißen zugucken, leider, weil ich überall implantiert bin. Dr. Kessler Horten klärt das bereits auf. Wie gesagt, es werden auch schon Klassenklagen überall vorbereitet. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen wegen dem Wind. Ich drehe mich mal so ein bisschen gegen die Windrichtung. Der weht ja von hier, ihr seht es, da hier weht der Wind. So, dass er nicht so, weiß ich, wie sich das auf YouTube anhört, dann auf jeden Fall, ja, das ist alles, was ich wollte. Liebe, eine Kindheit, so diese Basisdinger. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nie irgendwie, ja, vor allem hat es keinen Wert. Und die nächste Geschichte, was hat das für einen Wert, wenn ich der Chef von irgendeiner Terrororganisation bin, allerdings keine Privatsphäre habe, auf ein Scheißhaus, weil ich da von irgendwelchen BND-Freaks beobachtet werde, 24/7 unter Überwachung dann immer noch stehen würde. Das sind so Sachen, das möchte ich ja abgeschafft haben. Deswegen dieses System bekämpfe ich. Also ihr habt euch da selber ins Bein geschossen, Herr Karl, so oder so. Der Kampf ist verloren. Selbst wenn ihr mich jetzt schafft, es schafft, mich umzubringen. Das war von Anfang an, das Spiel ist verloren. Ihr könnt jetzt da gerne noch das Spiel war es von Anfang an verloren. Gott hat den Kampf von Anfang an gewonnen. Es ist vollkommen doof für den Teufel zu kämpfen, aber das begreifen die ja nicht beim BND. Ne? Gott hat das Spiel gewonnen. Oh, vielleicht ist es wie Fußball so. Vielleicht könnt ihr noch das ein oder andere Tor machen, Herr Karl. Aber das Spiel habt ihr verloren. So einfach ist das. So, vielleicht kriegt ihr noch 2-3 Tore. Ihr habt vielleicht auch schon 10, aber Gott hat schon längst 100 Tore. So, keine Ahnung, was weiß ich so. Keine Ahnung, ich habe mit Fußball nichts am Hut, aber es ist einfach mal so ein Beispiel jetzt. Gott hat schon lange euch voraus, so 8 Minuten. Ich wollte es euch nur sagen, also wie gesagt, mich kriegt ihr nicht rein. Ich werde kämpfen, bis das Kartell zerlegt ist. Ja, wie gesagt, warum mache ich diese ganzen Videos? Und meine Hoffnung ist, dass jetzt endlich mal irgendwie einer sein Schweigen bricht. Lass es mein Großvater sein, die Rosenbergs, alle Leute, die sonst noch drinstecken, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, wegen dem Missbrauch, wegen meinen Blockaden und wegen den Chips und dem Mind Control. Ja, wie gesagt, der Kampf ist sowieso verloren. Im Prinzip ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es hier alles zusammenklappt und alles zusammenkracht. Und dann gnade euch Gott. Also ihr kriegt so oder so eure Strafe, ihr könnt es nur hinauszögern. Ne? Ja, Verbrecher halt, Loser, Versager. Verzeihen werde ich niemanden von euch, keinen, der irgendwas mit meinem Monarch-Programm zu tun hat. Und mit niemandem meine ich auch niemandem. Also ihr könnt mich jetzt hier anlächeln, ihr könnt mich jetzt hier weichwaschen, macht er ja auch den ganzen Tag schon so. Aber wie gesagt, ich werde euch nie verzeihen und ihr kriegt das dreifach zurück. Und dann gnade euch Gott. Und dann ist hier aber richtig Polen offen. Und dann könnt ihr mal sehen, was dann hier los ist. Ne?
Ja, vielleicht wird es doch länger wie 10 Minuten. So 10 Minuten 1, 10 Minuten 1. Oder 10 Minuten 2. Auf jeden Fall so 7%, nicht länger wie 15. 3, nee, naja, es geht auch gar nicht, weil ich nur 7% habe. So, ich wollte es auf jeden Fall nur noch mal sagen. Ja. Nee, ihr habt mich auf jeden Fall schwer verletzt, im Herzen gekränkt und mit dieser ganzen Scheiße, was ihr hier abgezogen habt, mit den drecksautistischen Legastheniker-Bollerkopf-Idiotenkindern, die man mir dann hier auch noch ran schaffen, hinterher schicken wollte, um mich halt auch in dieses Kartell zu kriegen mit einer pädophilen Kontrollakte. Wie gesagt, erstens bin ich nicht pädophil, also jetzt wäre ich pädophil, weil ich so eine Scheiße nicht wollen, was sie mir mal mit mir da angedreht hat. Das wollte ich auch noch mal loswerden, da kann ich mich auch nur wiederholen. Die nächste Geschichte ist dann auch, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich will auch gar nicht so lange rumrödeln hier und rumtrödeln und rumblödeln und weiß ich nicht, keine Ahnung. So, ich wollte es nochmal loswerden. Ich habe mich ein bisschen ganz minimal gesammelt, auf jeden Fall. Sauer bin ich natürlich trotzdem noch, weil es halt einfach widerlich ist, was in diesem Land abgeht. Und das wird, es kommt so oder so ans Licht, lasst euch das gesagt sein. Deswegen, dafür arbeite ich ja auch. So, 5%, ich sehe gar nichts mehr. Bildschirm ist stockenduster hier. Weil es jetzt alles die Helligkeit runtergestellt wurde. So. Ja, wie gesagt, das wollte ich nochmal loswerden und verzeihen werde ich euch niemals. Aber vor allem, wie gesagt, ich habe ein großes Herz, ne? Das wissen diese Leute beim BND ja auch, aber ich bin nicht bescheuert. Ich lasse mich nicht ausnutzen. Nee, ich habe ein großes Herz, auch wenn die Leute. Ich habe schon zu den BND lang gesagt, vor 5 Jahren wäre noch eine Chance da gewesen, dass ich euch, naja, verzeihen nicht, aber vor 5 Jahren hätte man kommen müssen. Und dann, aber es kam ja nicht mal ein Versuch vom BND, das irgendwie wieder gut zu machen, oder es kam ja nicht mal eine Entschuldigung, ne? Nee, das ist deswegen, nee, widerliches Pack, widerlich. Und solchen Leuten kann ich nicht verzeihen. Wie gesagt, wenn die, das sind halt Psychopathen, Kinderficker, Perverse, Pissetrinker, Leute mit Fetischen für Gelbes und Kinder. Ja, ganz schlecht. Und wenn die dann beim BND arbeiten können und im Namen nationaler Sicherheit ausleben können, ne? Naja. Ja, wie gesagt, es kommt so oder so alles ans Licht. Ich werde euch nochmal was verlinken für meine Zuschauer hier. Ja. Satz mit X war wohl nichts, war ein Schuss in den Ofen hier alles. So, ich mache mich auf den Weg. Ich wollte es nur nochmal loswerden, verzeihen werde ich euch niemals, kann ich auch nicht. Aber vor allem, man hat sich ja nicht mal darum bemüht, man hat sich weder entschuldigt, noch hat man irgendwie was getan, um das ein bisschen wieder gut zu machen. Im Gegenteil, man vergewaltigt mich weiter hier jeden Tag sexuell mit elektromagnetischen Waffen und Mikrochip-Implantaten. Ich werde weiter jeden Tag mit den Schulterimplantaten gequält, in der Hoffnung, dass ich halt jetzt noch sterbe, damit man halt keine Zeugen mehr hat, jawohl. Nee, das ist doch scheiße. Wie gesagt, ich sag euch eins, Gott wird euch abstrafen und kriegt ihr das alle dreifach zurück. So, Kaiser, Adrian, warte mal, wie viel Prozent haben wir jetzt noch? Ich hoffe, es bricht nicht ab, 4%. Großkaiser, CIA, Supersoldat, Übermensch, Adrian aus der Familie Milosevic out.